A3.3. Berechnen Sie, wie viel Kubikzentimeter Milchschaum nach 10 Minuten aus den ursprünglichen 80 cm zerfallen sind. Dafür brauchen wir jetzt unsere Funktionsgleichung mit y ist gleich 80 mal 0,815 hoch x. Und jetzt würden wir ja wissen, nach 10 Minuten. Also setzen wir für das x einfach 10 ein. Mit 80 mal 0,815 hoch 10. Und rechnen das aus. Es gibt einen Wert von ca. 10,34 Kubikzentimetern. Man kann jetzt auch auf ganze Kubikzentimeter runden. Aber steht jetzt nicht explizit dabei. So, aber wichtiger ist jetzt, es heißt ja, wie viel Kubikzentimeter Milchschaum sind zerfallen. Also so viel ist noch übrig. Wie viel ist zerfallen? Naja, der Anfangswert von 80 Kubikzentimeter minus das, was noch übrig ist, ergibt dann, also 80 minus 10,34 sind dann 69,66 Kubikzentimeter. Und so viel sind dann zerfallen. Also als Antwort, es sind 69,66 Kubikzentimeter Schaum zerfallen.